Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Insta-Kameras und MQTT. Hier in der Hand habe ich die 9008 HD PoE, die habe ich dir in einem anderen Video schon mal genauer vorgestellt. Und diese Kamera sowie die anderen HD-Modelle haben jetzt eben ein Update bekommen, sodass diese mit einem MQTT-Broker verknüpft werden können. Das heißt, wir können die Kamera nachher über MQTT komplett konfigurieren. Also alles, was du auf dem Webinterface siehst, kannst du auch über MQTT dann eben verändern. Wenn du mehrere von diesen Kameras hast, wird es also sehr einfach, die gleiche Einstellung auf alle Kameras zu spielen, ohne jedes Webinterface besuchen zu müssen. Das ist für den Privatgebrauch nicht so super spannend. Was jetzt aber eben auch geht, ist, dass die Alarmbereiche, die wir hier festlegen können, und auch der Bewegungsmelder auch an MQTT-Topics geknüpft werden. Das heißt, wenn jetzt eine Bewegung in einem Bereich stattfindet oder hier der Sensor eben eine Bewegung feststellt, dann bekommen wir eine Nachricht über MQTT und können dann eben in unserem Smart Home System, wie zum Beispiel dem I.O. Broker, weitere Aktionen dann eben anstoßen. Ja, wie genau das geht, was man dafür tun muss, zeige ich dir hier in diesem Video. Wenn du nicht genau weißt, was MQTT ist, wie man einen Broker aufsetzt und so weiter, dann schau mal unten in die Videobeschreibung, da habe ich dir einen kostenlosen Kurs zu MQTT verlinkt, wie man alles installiert, konfiguriert, absichert und so weiter. So, jetzt springen wir aber auf die Kamera, machen erstmal hier das Firmware-Update und dann konfigurieren wir eben MQTT und gucken, was man damit alles machen kann. Damit ich MQTT hier auf meiner Insta-Kamera nutzen kann, muss ich erstmal hier ein Update der Firmware durchführen. Dafür melde ich mich hier erstmal am Webinterface ganz normal an, klicke dann hier auf die Einstellungen und hier gehe ich dann eben auf System und Firmware-Update. Dann geht ein neuer Dialog auf und hier steht jetzt Update verfügbar. Da klicke ich drauf und dann fragt er mich, ob ich jetzt die Kamera updaten möchte. Das bestätige ich mit OK. Dann dauert das einen kleinen Moment. Hier nicht vom Strom trennen die Kamera, einfach abwarten, bis dieser Dialog hier sich zurückmeldet. Hier also bitte warten und dann melde ich mich gleich auch zurück, sobald das Ganze durchgelaufen ist. So, nachdem der Neustart der Kamera automatisch durchgeführt wurde, muss ich mich wieder anmelden. Okay, und bin jetzt hier eben auf der aktuellsten Version 2.5 in Klammern 2.8.8. Und hier sieht man auch native Smart Home Unterstützung mit der Integration eines MQTT Broker Client für I.O. Broker, OpenHAB, Node-RED, FEM und so weiter. Das ist jetzt das, was wir uns hier in diesem Video anschauen werden. Ich schließe diesen Dialog und wir gehen dann wieder in die Einstellungen für MQTT. Das Ganze finden wir hier oben in den Einstellungen unter Netzwerk und dann unter dem Punkt MQTT. Der ist jetzt eben neu dazugekommen. Und hier kann ich MQTT aktivieren und ich kann auch sagen, ich möchte gerne einen externen MQTT-Broker verwenden, weil die Kamera kann sogar einen Broker selbst bereitstellen. Das wird für die wenigsten hier interessant sein. Die meisten werden ihren eigenen MQTT-Broker für ihr Smart Home bereits laufen haben. Deswegen aktiviere ich MQTT und ich sage, ich möchte einen externen Broker verwenden. Und dann muss ich hier die IP-Adresse von meinem MQTT-Broker angeben, genauso wie den Port, einen Benutzernamen und ein Kennwort, wenn wir denn Authentication aktiviert haben. Wie genau man mit Mosquito einen eigenen Broker aufsetzt und so weiter, habe ich im kostenlosen MQTT-Grundlagenkurs ausführlich erklärt. Den Link dazu findest du unter diesem Video. So, das Ganze konfiguriere ich einmal und dann übernehme ich die Änderung. Meine ganzen Daten habe ich hier jetzt schon eingetragen. Hier einmal die IP, Benutzername und Passwort und das Ganze übernehme ich jetzt. Ja, die Einstellungen sind gespeichert. Die Frage ist, was habe ich jetzt davon und ja, was bringt mir der MQTT-Support von dieser Kamera und welche Topics und Nachrichten bekomme ich eigentlich? Ich habe hier jetzt einfach mal das Programm MQTT FX geöffnet. Die meisten werden das kennen. Und da abonniere ich jetzt einfach mal alle Topics hier von meinem Broker, die mit Insta anfangen. So, Subscribe. Und da bekommen wir eine Menge an Retained Messages hier. Also alles Mögliche, was eben hier in letzter Zeit von der Kamera versendet wurde. Ja, und wie du siehst, das ist eine ganze Menge. Ja, und hier sieht man im ersten Moment nicht durch. Hier bekommt man nämlich ja für jede Einstellungsmöglichkeit auf einem Topic auch immer die Info, wenn sich das Ganze irgendwie ändert. Also HTTP-Ports, ja, welcher DNS-Server konfiguriert ist, Gateway und so weiter. Das heißt, jede Konfiguration, die irgendwie in der Kamera möglich ist, bekommt man hier auch dann über MQTT zur Verfügung gestellt. Da man hier nicht unbedingt auf den ersten Blick durchsieht, würde ich empfehlen, das Ganze im Insta-Wiki nachzuschlagen. Hier gibt es eine super Übersicht aller verfügbaren Topics und was die eben enthalten können. Hier zum Beispiel das Topic, ja, Network, die Kategorie Network
Und hier sieht man schon, hier kann man dann eben unter diesem Topic die Info bekommen, ob DHCP auf der Kamera aktiviert ist oder eben nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ja die meisten Eigenschaften hier nochmal in so ein JSON-Objekt gewrappt sind, warum man also bei HTTP nicht einfach hier eine 80 zurückgibt, sondern das Ganze nochmal in ein JSON-Objekt mit einer Eigenschaft well hier packt. Ja, keine Ahnung, scheint ein bisschen zu kompliziert zu sein, weil auch überall anscheinend diese eine Eigenschaft auch nur benutzt wird. Also ich habe hier noch nichts gefunden, was irgendwie mehr als eine Eigenschaft hat in diesem JSON-Payload. Naja, irgendwas wird man sich dabei gedacht haben. Aber wir haben MQTT-Support auf einer Kamera. Ich kenne keine anderen Modelle, die das können aktuell. Und man bekommt hier wirklich jede einzelne Info. Ja gut, aber was interessieren mich jetzt hier die aktuellen Netzwerkeigenschaften? Viel spannender sind doch vielleicht andere Themen. Das heißt, wurde ein Alarm ausgelöst oder ja, ähnliche Themen. Und das schauen wir uns jetzt an, unter welchen Topics wir diese Infos bekommen. Und genau diese Funktion ging in der vorigen Version noch nicht. Das heißt, das Video hatte ich jetzt hier Anfang März 2020 abgebrochen und mache das eben jetzt weiter. Habe gerade also nochmal ein Firmware-Update gemacht auf die Version 2.5 in Klammern 308. Und jetzt kann man eben auch Alarm-Events über MQTT pushen, was natürlich sehr viel interessanter ist, als einfach nur die Einstellung der Kamera über MQTT verändern zu können. Ich schließe also diesen Dialog und dann probieren wir das Ganze mal aus, ob wir jetzt eben diese Alarm-Events über MQTT dann auch bekommen. Dafür gehe ich jetzt erstmal hier in die Einstellungen und schaue unter Alarm, dass ich hier Alarmbereiche eben definiert habe. Ich habe aktuell 3 Stück, 1, 2 und 3. 1 ist hier oben links in Rot, 2 in Blau und 3 eben hier unten über die ganze Breite und 4 ist eben nicht aktiv. Ja, das lasse ich erstmal so, das eben zur Info. Und wenn ich jetzt in einem dieser Bereiche eine Bewegung habe, dann sollte ich über MQTT schon eine Nachricht bekommen. Ich habe jetzt einfach mal hier wieder MQTT FX geöffnet, um eben zu schauen, ob ich entsprechende Nachrichten über MQTT bekomme. Und zwar werde ich hier einmal den Message Buffer gerade leeren. So, und jetzt laufe ich einmal durchs Bild und dann schaue ich mal, ob ich hier entsprechende Nachrichten bekomme. Ja, alles auf einen Monitor zu bekommen ist hier nicht so einfach. Ich schiebe das mal oben in die Ecke und laufe jetzt einmal durchs Bild. Okay, wie man gesehen hat, haben wir jetzt entsprechende Nachrichten bekommen, jeweils mit unterschiedlichen Werten. Wert 5 ist hier der Bewegungsmelder und 1 bis 4 sind eben die Zonen, wobei wir ja Bereich 4 ja gar nicht aktiviert haben, sondern nur 1 bis 3. Das heißt, ich bekomme hier dann 1 bis 3 wahrscheinlich hier als Wert. Genau. Und 5 hat eben auch öfter getriggert, das ist der Bewegungsmelder. Und 6 wäre dann eben das Mikrofon, falls man das aktiv hat. Ja, und so kann ich das eben jetzt auswerten in weiteren Anwendungen, um dann eben weitere Aktionen anzustoßen. Im Falle vom I.O. Broker sieht das dann eben so aus, dass ich hier in die Instanzen gehe und das Ganze dann hier mit dem MQTT-Adapter realisiert habe, also MQTT Broker Client. Und hier kann ich ja eben bei den MQTT-Einstellungen mehrere Topics abonnieren. Mein Standard-Topic ist Smart Home und dann / Raute. Und jetzt könnte ich auch noch Komma und dann zum Beispiel hier Insta/Raute eben vergeben. Oder ich würde eben das Ganze noch weiter einschränken, indem ich sage, mich interessiert eigentlich nur dieses Alarm-Topic von dieser einen Kamera hier. Dann würde ich das genau so festlegen. So, also einfach Komma separiert hier die Topics vergeben. Das Ganze habe ich im I.O. Broker Masterkurs auch nochmal ausführlicher erklärt. Und jetzt speichere ich das hier, dann startet der Adapter einmal neu. Und wenn ich jetzt eben auf einem dieser Topics eine Nachricht bekommen sollte, dann taucht das Ganze unter Objekte hier im I.O. Broker auch direkt auf. Ich habe gerade nochmal einen Alarm ausgelöst und wenn ich jetzt unter Objekte schaue, dann sollte ich hier unter MQTT und dann unter Insta dann die Kamera-ID, Status, Alarm, Triggert eben hier einen Wert bekommen. Hier sehe ich natürlich immer nur den letzten Wert, also in diesem Fall Wert 5. Ich kann ja nochmal gerade durchs Bild laufen, dann sollte man sehen, dass sich der Wert hier entsprechend zwischendurch immer mal wieder ändert. Ja, das hat geklappt.
Und auf diesem Datenpunkt könnte ich jetzt eben zum Beispiel mit Blockly einen Trigger registrieren und dann weitere Aktionen anstoßen, wie zum Beispiel ein Bild von der Kamera über Telegram auf mein Smartphone schicken oder eine Ansage über Alexa realisieren oder was auch immer. Da sind die Möglichkeiten jetzt wirklich unbegrenzt. Theoretisch könnte ich auch dann die Außenbeleuchtung einschalten oder ich mache die komplette Philips Hue-Beleuchtung auf Rot oder was auch immer ich machen möchte, kann ich jetzt eben ja durch diese Integration im I.O. Broker realisieren. Ja, und über diese MQTT-Schnittstelle könnte ich theoretisch jetzt auch die verschiedenen Alarmzonen eben deaktivieren, sobald ich zu Hause bin, oder aktivieren, sobald es dunkel wird und so weiter. Das heißt, das könnte man jetzt auf diese Art über MQTT mit der neuen Schnittstelle in den Kameras auch realisieren. Aber ich bin da eher Fan von, dass man das alles aktiv lässt und weitere Einschränkungen, zum Beispiel zur Anwesenheit, Außenhelligkeit, Uhrzeit oder was auch immer, dass man die einfach mit in die Blockly-Scripts packt. Das heißt, ich bekomme einfach immer eine Nachricht, wann wo eine Bewegung stattfindet und schränke dann eben im I.O.-Broker in meinem Script ein, ob ich denn jetzt weitere Aktionen anstoßen möchte. Wie zum Beispiel, ich möchte nur Bilder bekommen von meiner Außenkamera, wenn ich gerade nicht zu Hause bin. Und wenn ich nach Hause komme, dann ja, sorgt eben eine Bedingung dafür, dass ich eben keine weiteren Bilder aus dem Garten zum Beispiel bekomme bei einer Bewegung, weil dann eben eine Bedingung in meinem Blockly-Script das Ganze verhindert. Aber da gibt es eben wie immer viele verschiedene Lösungen. Ich würde es eben so machen. Andere würden vielleicht eher das Ganze in viele kleine Scripts aufteilen und dann bei Anwesenheit zum Beispiel die verschiedenen Alarmzonen aktivieren oder deaktivieren. Das geht natürlich auch. An dieser Stelle, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen oder weitergeholfen hat. Und werde Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Ja, kurzes Fazit. MQTT-Support, Daumen hoch dafür. Vielen Dank, Insta. Ist ein super Feature, also auf so einer Kamera auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Was ich nicht so schön finde, habe ich im Video ja auch schon gesagt, dass irgendwie alle Payloads dann eben nochmal in JSON-Objekte gewrappt sind. Ich weiß nicht, warum das so ist und warum man das getan hat. Vielleicht für zukünftige Ausbaustufen oder so. Aktuell finde ich das eher hinderlich und nervig. Gerade für Protokollierung, Logging und so weiter muss man dann immer erst die Werte daraus extrahieren, obwohl es immer nur eine einzige Eigenschaft dann eben in dem JSON-Payload gibt. Aber okay, wird irgendeinen Grund haben. Ich finde es nur aktuell ziemlich überflüssig. Vielleicht ändert sich das ja noch in Zukunft. Und als zweite Verbesserung vielleicht an Insta. Ich fände es schön, wenn man noch einen Prefix für die Topics konfigurieren könnte. Aktuell ist das ja Insta, aber ich würde da gerne vielleicht noch was vorschreiben oder den Insta-Prefix einfach durch was anderes ersetzen, dass sich das besser von den Topics eben hier in meine MQTT-Topic-Struktur integriert. Das fände ich noch ganz schön, aber ansonsten bin ich sehr, sehr glücklich, dass man jetzt eben die Kameras über MQTT nahtlos integrieren kann. Ja, schreib mir auch gerne deine Meinung dazu. Was hältst du von diesem MQTT-Support? Ist das eher überflüssig? Wirst du das Ganze benutzen? Hast du es vielleicht schon in Verwendung? Und was stößt du vielleicht alles für Aktionen an, wenn zum Beispiel eine Bewegung in so einem Alarmbereich dann eben erkannt wird? Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Ciao.